Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Ich bespreche heute ein Beispiel zur Prozentrechnung, genauer zur Bestimmung eines Autobestandes davor, danach. Das heißt, wir müssen eine Menge bestimmen. Und wenn wir uns die genaue Aufgabenstellung anschauen, dann sehen wir, ein Autohändler hat in der letzten Woche 6 Autos verkauft. Das waren 15% seines Lagerbestandes. Die Fragestellung, die sich daraus ergibt, wie hoch war der Lagerbestand am Anfang und am Ende der letzten Woche? Bei Prozentrechnungen ist jedes Wort richtig, das hier steht. Und hier haben wir auch so einen Fall. Wir müssen uns nämlich immer überlegen, ob die Mengenangabe, die wir hier vorfinden, das sind die 6 Autos, ob die 100% sind, also den Grundwert ausmachen, oder ob es sich hier um einen Prozentwert handelt und der ist mehr oder weniger wie 100%. Und wenn hier steht, er hat die letzte Woche 6 Autos verkauft, das waren 15% seines Lagerbestands, dann weiß ich, dass diese 6 Auto genau diesen 15% entsprechen. Das heißt, in anderen Worten, diese 6 Autos, das sind der Prozentwert und nicht der Grundwert. Und das ist ja immer das Wichtigste. Wir müssen ja überhaupt wissen bei diesen Textaufgaben, was muss ich eigentlich berechnen? Und hier muss ich in diesem Fall in einem ersten Schritt den Grundwert berechnen, der dem Lagerbestand am Anfang der Woche entspricht, weil die Angabe, die ich hier vorfinde, das sind die 15%, die er verkauft hat. Und das ist der Anteil, das ist der Prozentwert. Und das Ganze können wir jetzt in einer Vorgehensweise zusammenfassen. Wir berechnen mit Hilfe der Prozentformel für den Grundwert den Anfangsbestand, also die 100%, und dann in einem zweiten Schritt berechnen wir durch Subtraktion den Endwert. Also wir müssen berechnen, wie viele Autos haben wir am Anfang der Woche, das ist der Grundwert, und mit einer weiteren Berechnung, indem wir vom Grundwert, also von einem Anfangsbestand, die verkauften Autos abziehen, dann erhalten wir den Endwert. Und wie immer, wenn wir eine Textaufgabe haben, und das ist bei einer Prozentrechnung mit einer Textangabe so, dann müssen wir die Angaben, die in schriftlicher Form vorliegen in einem Text, müssen wir in Zahlen umformen. Und das machen wir bei der Prozentrechnung, indem wir 3 Variablen haben. Wir haben immer 3 Variablen bei diesen Aufgabenstellungen. Wir haben den Prozentwert, wir haben den Prozentsatz und wir haben den Grundwert. Und die eigentliche Kunst bei Prozentrechnung ist es immer, zu bestimmen, wenn ich eine Zahlenangabe habe, eine Mengenangabe habe und einen Prozentsatz habe, ist der hier gegebene Wert der Prozentwert oder der Grundwert, und je nachdem muss ich dann das Fehlende ausrechnen. Wie wir vorher festgestellt haben, durch die Angabe, das waren, wissen wir, dass die 6 Auto dem Prozentwert entsprechen. Und der Prozentsatz, den können wir einfach übernehmen. Das sind hier die 15%. Und die zu berechnende Größe, das ist eben der Grundwert, den wir hier auch als Anfangsbestand bezeichnen können. Haben wir diesen Rechenschritt richtig durchgeführt, müssen wir in einer weiteren Folge nur noch die Formel für den Grundwert anwenden. Aber wie gesagt, die eigentliche Kunst besteht darin, die Variablen zu bestimmen. Kommen wir nun zur Berechnung des Anfangsbestands. Die Formel für den Grundwert, die wir von der normalen Prozentformel ableiten, lautet Prozentwert mal 100 durch Prozentsatz. Die Abkürzungen haben wir oben schon kurz eingeblendet gehabt. GW, das ist Grundwert, das ist immer die 100%. PW, das ist der Prozentwert, das ist der Anteil, der mehr oder weniger wie 100 sein kann. Meistens ist er weniger. Und dann haben wir mit dem kleinen p die Prozentangabe. Und in einem nächsten Schritt müssen wir jetzt die Variablen, die wir vorher bestimmt haben, durch die Zahlen ersetzen. Und den Prozentwert, den haben wir vorher festgelegt mit 6 Autos. Also ersetzen wir PW durch 6. Und den Prozentsatz, das kleine p, ersetzen wir durch 15. Und damit haben wir die Rechnung definiert. Umformungen müssen wir hier keine machen, weil ja die gesuchte Größe der Grundwert schon alleine steht. Hier könnte man, wenn man keinen Taschenrechner zur Verfügung hat, kürzen
Und zwar 6 und 15 könnte man kürzen durch 3. Ob man jetzt kürzt oder einen Taschenrechner verwendet, in beiden Fällen ist das Ergebnis das gleiche, und zwar 40 Autos. Also diese 40 Autos, die wir jetzt berechnet haben, die entsprechen dem Anfangsbestand der Woche. Und dann können wir jetzt auch noch den Endbestand berechnen, und das ist jetzt keine große Kunst. Der Anfangsbestand, der war ja bei 40 Autos, das haben wir jetzt gerade berechnet. Die verkauften Autos, das war die Angabe vom Text, das waren 6 Autos, und wenn wir von diesen 40 Autos die 6 Autos abziehen, dann erhalten wir den Endbestand von 34 Autos. Und jetzt formulieren wir das Ganze noch in einem Antwortsatz, und dann haben wir die Aufgabe erledigt. Der Anfangsbestand beträgt 40 Autos und der Endbestand beträgt 34 Autos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, weitergeholfen. Wenn es euch weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und viel Erfolg in der Schule und viel Spaß mit diesem Video und insgesamt eine schöne Zeit für alle.